Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220. So, meine Lieben. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen spät dran. Wir bitten, das zu entschuldigen. Aber jetzt sind wir ja da. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben wie immer freitags eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft mich an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, die heißt Corinna. Und Corinna ist 25 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hi. Hi. Um was geht's, Corinna? Na, erstmal wollte ich sagen, dass ich schön finde, dass ich dich mal persönlich an der Strippe habe. Das freut mich. Weil Dankeschön. Ich finde dich super, super toll. Danke sehr. Um was geht es? Es geht um das Problem, dass ich vor circa 2 Wochen... Stopp! Machst du bitte? Leider, ja, bitte. Mhm. Dass ich vor circa... Moment. Oh, jetzt geht das hier wieder. Fernbedienung, links drücken, ja. Pfeil nach rechts, runterziehen, damit es leise. Habe ich schon. So. Also, ich habe vor circa 2 Wochen mit dem Freund meiner Freundin geschlafen. Ah. Ja. Mit dem Freund deiner Freundin vor 2 Wochen. Ja. Wie lange sind die beiden zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre. Große Liebe? Nicht immer. Nicht immer. Dicke Freundschaft zwischen dir und der Freundin? Also, ich kenne sie aber so, dass ich sie als meine beste Freundin, nein. Nein, aber eine gute Freundin. Ja. Eine gute Freundin, schon. Mhm. Ja. Wie kam es denn dazu? Sind die Hormone wieder durchgegangen? Ja. Erzähl also, mal die Umstände. So vor ein paar Wochen war schon mal die Situation da, dass wir uns ein bisschen näher gekommen sind. Und zwar hat er mir geholfen. Und naja. Wie geholfen? Wobei? Bei meinem Umzug. Ach so. Also Möbel mehr oder weniger abbauen. Ja. Und da sind wir schon mal so mehr oder weniger aneinander, aber nicht viel. So ganz wenig, weil ich das vorher abgeblockt habe. Von wem ging das denn aus? Wenn du sagst abgeblockt, hört sich das so an, als ging das von ihm aus. Ja, Aha. Erst ging es von ihm aus. Ja. Und dann so vor circa diesen 2 Wochen ist er umgezogen mit seiner Freundin in eine Wohnung nebenan. Und naja, es lag ziemlich viel Ärger in der Luft, weil der ganze Umzug Stress und hin und her. Und ich habe aber nicht geholfen, ich war nur dabei. Ja. Ja, und dann eskalierte das ein bisschen. Also Wohnung nebenan heißt neben deiner Wohnung jetzt? Nein, nein. Die sind von einer Wohnung in die Nachbarwohnung gezogen. Ach so, ach so. Ja, nicht, also ich wohne schon gar nicht mehr dort. Ja. Und naja, dann eskalierte das, gab es ein bisschen Stress und er ist dann schon rübergegangen in die neue Wohnung, um seine Simpsons zu gucken. Und ich bin dann irgendwie hinterher. Naja, und dann... Ne, saßen wir da erstmal so ein bisschen und dann ist das so passiert. Sowas passiert ja nicht so. Nein. Ne? Du bist ja eine alte Frau schon von 25 Jahren. Alt, nein. Eine erfahrene Frau von 25 Jahren. Wer hat denn den ersten Schritt gemacht? Beide. Beide. Gute Antwort. Ja. So, jetzt habt ihr Sex miteinander gehabt, vor 2 Wochen. Bist du in ihn auch verknallt? Nein, definitiv nur eine Sexgeschichte. Also definitiv, also er spricht mich schon als Mann an, aber nicht als Partner oder so. Aber ist es denn umgekehrt bei ihm genauso, dass er auch nur die schnelle Nummer da haben wollte? Weiß ich nicht. Habt ihr danach miteinander geredet schon? Nein. Geht ihr euch aus dem Weg? Ja, also... das Problem war ja auch noch, dass jeden Moment hätte einer reinkommen können. Und Gott sei Dank ist keiner reingekommen. Gott sei Dank ahnt deine Freundin nichts. Ist es so? Ich weiß nicht, ob sie was ahnt, aber da ist ja noch ein anderes Problem. Und zwar noch jemand, der geholfen hat, der war noch in dieser Wohnung. Und diese Wohnung ist ziemlich groß. Und er wollte mir praktisch nur die Wohnung zeigen. Also ein Zeuge. Es kann sein, dass jemand das mitbekommen hat. Verstehe ich das richtig? Ja, es ist so. Es ist nicht sicher, aber es kann sein, dass... Nee, es ist so. Also es ist sogar so, dass der das mitbekommen hat. Ja, also nicht direkt. Also ich weiß nicht, ob er irgendwas mitbekommen hat, aber auf jeden Fall hat er gesagt, man guckt sich ja nun nicht eine Wohnung eine halbe Stunde an. Aha, also verdächtig. Verdächtig. Also höchste Wahrscheinlichkeit, dass der genau Bescheid weiß. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was machen wir jetzt? Also, ich werde es auf gar keinen Fall ihr erzählen, auf gar keinen Fall.
Nein. Ja, aber weißt du, dass ich das gerade am Anfang auch sagen wollte? Ich wollte gerade am Anfang sagen, Mensch, das ist jetzt einmal passiert. Du bist nicht verliebt in den, der hoffentlich in dich auch nicht. Schwamm drüber und machen wir nie wieder und vergessen wir die ganze Sache. Ja, aber er hat ja auch schon zu mir gesagt, dass er wollte länger mit mir schon schlafen. Und ich habe gesagt, so ein dummer Spruch, ja, das war hier jetzt ohne Romantik. War halt so ein dummer Spruch und er hat dann zu mir gesagt, ja, das nächste Mal mache ich Kerzen an. Also, und dann musst du es klären. Willst du denn ein nächstes Mal? Nein. Definitiv nicht. Nein. So, dann ist eigentlich jetzt die Sache angesagt, dass du dich mit ihm beraten musst, was zu tun ist. Weil eine dritte Person involviert ist. Ich möchte ihn aber nicht unbedingt. Ja, aber du musst jetzt irgendwas machen, weil die Gefahr besteht ja, dass es durch diese dritte Person durchsickert. Wenn du das wirklich ernsthaft glaubst, dass diese dritte Person das bemerkt hat. Ja, aber dieses Problem ist dabei, dass ich fand es schön. Also es war sehr schön, obwohl darum geht es ja jetzt gar nicht. Ja, Moment, darum geht es auch gar nicht jetzt. Es geht darum, wie du dich verhältst, wie du dich auch gegenüber deiner Freundin verhältst, wie auch er sich verhalten soll. Ich weiß nicht. Ja, aber da ist eine dritte Person im Spiel. Ich sag das nochmal, du scheinst es gar nicht so ernst zu nehmen. Doch, sehr ernst. Ne? Und dann stehst du ja nur wirklich völlig blöd da, wenn das über die dritte Person durchsickert. Das heißt, ihr beiden müsst das jetzt beraten, ob ihr in die Offensive geht und mit Asche auf dem Haupt die Freundin um Verzeihung bittet. Oder ob ihr euch einigt, wir gehen das Risiko ein und schweigen. Ja. Dieses natürlich verknüpft dann auch mit deiner Ansage, das passiert nicht nochmal, sonst kannst du es vergessen. Wenn du jetzt anfängst, da so eine Parallelsache aufzubauen, dann stehst du völlig blöd da, Corinna. Ja, das weiß ich ja auch. Also das weiß ich alles, aber ich meine, gut, ich bin dort weggezogen und ziehe praktisch wieder dorthin, wo das halt passiert ist. Und ich weiß absolut nicht, also ich weiß nicht, ich kann nicht mit ihm darüber... Das verstehe ich nicht, warum nicht? Oh, ich weiß es nicht. Also wenn du jetzt sagst, ich kann nicht mit der Freundin reden, haben wir ja ein gewisses Verständnis dafür, dass das sehr schwierig ist. Aber ich verstehe nicht, warum du nicht mit ihm... Du konntest ja mit ihm in die Kiste steigen. Ja, aber ich möchte nicht nochmal so persönlich mit ihm... Ja, aber es geht ja jetzt darum, abzuklären, wie ihr euch verhaltet, ihr beiden. Vor allen Dingen auch nochmal abzuklären, dass du sagst, das war einmal und das wird nie wieder passieren. Für mich nicht. Also von meiner Seite aus wird das nie wieder. So. Deswegen, das musst du ihm sagen. Und ihr müsst gemeinsam besprechen, wie ihr mit diesem Risiko umgeht, dass eine dritte Person Bescheid weiß. Hm. Finde ich schon. Das ist das Allererste, was du machen musst. Also, na gut, da muss ich ein bisschen über meinen Schatten springen. Ja, finde ich schon. Also, find ich schon. Da müsst ihr beide eine Entscheidung fällen. Das finde ich. Ich meine, es kann ja nicht so weitergehen. Es kann ja auch nicht so schwer sein, dieses nochmal, zumindest ein Gespräch zu suchen. Hast du Angst, dass er dich dann nochmal verführt? Ja. Ja, sagt sie. Das war ein bisschen albern jetzt. Wenn du für dich entschieden hast, du willst das nicht, dann finde ich auch so eine Antwort irgendwie nicht passend. Ich habe Angst, dass er mich da nochmal verführt. Also deshalb will ich ja nicht nochmal, Dann telefonier mit ihm. Steck so in der Zwickmühle und ich weiß nicht, also diese ganze Sache mit diesem... Corinna, weißt du, was viele Leute jetzt glauben oder denken? Die jammert jetzt zu viel. Nein. Doch, du hast da jetzt Mist gebaut. Ja. Jetzt sieh auch zu, dass du einigermaßen das wieder einrenkst und rauskommst. Und das ist das Kleinste, was du jetzt erstmal machen sollst und machen kannst, ist ein Gespräch zu führen mit dem Typ, mit dem du Sex hattest. Also am fairsten wäre es ja, wenn ich... mit ihr. Tja, aber das willst du ja nicht. Würde. Ja. Ich will dir mal sagen, perspektivisch würde ich da sowieso zu raten, in diesem Fall, um einfach dem aus dem Weg zu gehen, dass jemand Drittes das lanciert zu ihr hin. Genau. Das wäre die sauberste Art und Weise, damit umzugehen. Ja, das finde ich schon. Das wäre am fairsten, denke ich mal. Ich meine, ich habe nun mal dieses schlechte Gewissen, aber ich bin nun mal selber dran schuld. Weil ich hätte ja auch in diesem Augenblick, als es dazu gekommen ist, hätte ich ja auch abblocken können, wie ich es das erste Mal auch schon gemacht habe. Und ich weiß, dass ich da so einen riesengroßen Mist gebaut habe, das weiß ich auch. Aber na gut, vielleicht möchte ich der Situation auch ein bisschen aus dem Weg gehen. Und das ist natürlich falsch. Das geht natürlich nicht. Das ist falsch. Das ist keine Lösung, weil damit schadest du dir selbst ja auch nur. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Nee, du kannst es nicht ungeschehen machen und du kannst die Gefahr einfach nicht einkalkulieren, dass das über den Dritten durchsickert.
So, jetzt reden wir im Kreis. Das haben wir alle schon besprochen. Ja. Also meine Meinung ist, mit dem Typ reden. Das Optimale, das ist mal auch meine Meinung, wäre, dass du es ihr sagst. Mhm. Aber sprich erstmal mit ihm und mach vor allen Dingen klar, dass du das nicht nochmal wiederholen möchtest. So. Ich denke mal, das weiß er auch. Also, ich weiß nicht, ob er es weiß. Ich habe mich danach auch ziemlich, also wir waren ja noch also ungefähr eine halbe Stunde, beziehungsweise eine Stunde, wo das dann passiert ist, waren wir ja noch zusammen alle, will ich mal sagen. Ne? Egal. Und, also, ich glaube, wir haben alles gesagt, Corinna. Ja. Jetzt wünsche ich toi, dass du das schaffst. Ne? Wenn man Fehler gemacht hat, muss man auch irgendwie versuchen, das wieder irgendwie gerade zu biegen. Und mach mal jetzt. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, kostenfreie Telefonnummer für euch. Und hier ist Sascha. Sascha ist 24, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Sascha. Bei mir ist das so, dass mich mein Leben vielleicht ab dem 15. Januar eingeholt hat. Oder mein Leben, naja. Es geht halt ziemlich steil bergab bis jetzt. Seit 15. Januar? Seit 15. Januar. In diesem Jahr? In diesem Jahr, ja. Warum? Was ist da passiert? Am 15. Januar habe ich auf der Arbeit einen Anruf bekommen von meiner Mutter, dass ich schnell nach Hause kommen soll. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Meine Mutter sagte mir nur, ich sollte schnell zu meiner Schwester fahren, es sei was mit meinem Vater. Mhm. Ja, dann bin ich da hingefahren und sie sagte mir dann, dass mein Vater halt verschwunden wäre, dass er nur einen Abschiedsbrief hinterlassen hat bei seiner Freundin. Bei seiner Freundin? Bei seiner Freundin. Meine Eltern leben geschieden und schon recht lange und mein Vater hat halt etwas weiter weg gewohnt von mir, etwa 100 Kilometer bei seiner Freundin. Mhm. Hat dort halt nur einen Abschiedsbrief für sie hinterlassen. Ja. Was steht da drin? Da stand halt drin, dass er sie sehr lieb hat, dass es alles keinen Sinn mehr für ihn hat und dass er nicht mehr kann. Heißt das, dass er verschwunden ist oder heißt das, dass ihr die Sorge habt, dass er sich selbst getötet hat? Nein, es geht ja nur weiter. Ist dann halt zwei Tage später hat man mich halt angerufen, weil ich habe natürlich versucht, meinen Vater zu suchen. Ich hatte den Schlüssel von seinem Büro, bin rumgefahren überall, noch in der Nacht mit meiner Schwester, habe ihn natürlich nicht gefunden. Dann rief die Polizei zwei Tage später bei meinem Schwager an, ich sollte dort vorbeikommen, den Schlüssel abgeben. Ja, und dann hat man mir halt gesagt, dass man meinen Vater gefunden hätte. Mhm. Dann sind die Beamten mit mir und meinem Schwager zu dem Ort hingefahren, wo es passiert ist. Mhm. Dort stand halt nur noch das Auto von ihm. Da habe ich mich dann noch reingesetzt, halt die Sachen gesehen, wie er es gemacht hat. Also er hat sich das Leben genommen? Er hat sich das Leben genommen, ja. Wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich selbst erstickt. Er hat sich selbst erstickt? Ja. Wie? Mit einer Tüte. Mit einer Plastiktüte? Ja. Er hat sich die Plastiktüte über den Kopf gezogen. Ja. Er stand wo? Und saß dabei im Auto? Nein, in dem Auto hat er nicht gesessen. Also ich habe das Auto nur noch da stehen sehen. Weil es musste weg, das Auto da. Und ich habe es dann hinterher... Also er hat das im Freien gemacht? Ja, er hat sich halt da einen Baum gesucht und sich dann halt da das Leben genommen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man das schafft. Dass man eine Plastiktüte über den Kopf zieht. Ja, er war halt... Sie sich selbst stranguliert quasi, dass da keine Luft mehr durchkommt. Ich weiß es nicht. Ich habe da auch sehr viel drüber nachgedacht und alles. Und es geht ja noch weiter. Es war dann halt das, dann bin ich halt mit dem Auto weitergefahren zu seiner Firma. Gemacht hat das wohl, so wie es meine Schwester und ich es nachvollziehen können, aus finanziellen Nöten. Mhm. Er war auch schon, sollte wohl schon länger in Behandlung gehen. Und er hat in dem Abschiedsbrief geschrieben, ich kann nicht mehr. Ja. Da wollte ich gerade schon nachfragen. Ich kann nicht mehr. Was kann er nicht mehr? Er kann nicht mehr so weitermachen. Wir haben von allen, er hat nur noch Mahnungen bekommen. Also finanziell, wirklich? Ja. Es ging nicht um die Liebe zu seiner Freundin, dass da irgendetwas schief war? Nein. Es waren wirklich finanziell materielle Gründe. Ja, er hat das letzte halbe Jahr wirklich nur noch auf Kosten von ihr gelebt. Mhm. Wusstest du das, dass es so schlecht um deinen Vater finanziell steht? Nein. Wie alt ist dein Vater geworden? 53. Mhm. Er hätte jetzt im April Geburtstag gehabt. Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater? Sehr gut. Sehr gut. Mhm. Ja, dann ging es natürlich noch weiter. Es ist jetzt vor 2 Wochen hat meine Freundin noch Schluss gemacht. Ich war. Was jetzt denn zufällig dazu kam oder hat das jetzt irgendwie auch damit was zu tun? Konnte sie das nicht aushalten? Für mich alles auf einmal. Mhm. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat.
denn? Hätte ja sein können, dass das für Sie eine zu große Belastung war. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich komme auch irgendwie nicht an Sie ran, weil das Problem ist einerseits, dass wir recht weit auseinander wohnen von 200 Kilometer. Ja. Wie lange wart ihr denn zusammen? 7 Monate. Wie? 7 Monate. 7 Monate. Mhm. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Schock, dass der Vater sich das Leben genommen hat und auch auf diese Art und Weise das Leben genommen hat, vielleicht das am schwersten wiegt im Moment, oder? Kann man das? Ich weiß es nicht. Kann man nein, nicht so sagen. Es ist halt, ich sag mal, ich kann das nicht mehr genau einordnen. 4 Wochen in etwa müsste das gewesen sein, war halt die Beerdigung. Mhm. Das war irgendwo nochmal eine große Sache, wo es nochmal sehr schwer war. Hat dein Vater keinen Abschiedsbrief hinterlassen? Kein. Bist du darüber etwas enttäuscht oder böse, sauer? Naja, es ist das Einzige, was ich bis heute mal sagen kann, was komisch für mich war, als ich einen Tag vorher angerufen habe bei ihm und mit ihm geredet habe und auch irgendwo ich wusste, dass irgendwas los war. Mhm. Ich habe es gemerkt, nur ich wollte ihn halt zur Rede stellen oder was, oder wollte fragen, was los war. Und er sagte mir nur, naja, sage ich dir jetzt nicht am Telefon, wir treffen uns nächste Woche mal, dann komme ich mal vorbei und dann reden wir darüber. Aber dazu kam es dann nicht mehr. Und dann habe ich aufgelegt und ich wollte vorher noch sagen, Papa macht keinen Scheiß, nur... So eine Vermutung, so eine Angst war schon irgendwie in der Luft bei dir? Dass du ja, er hatte vorher schon mal wohl früher versucht, das zu machen. Mhm. Nur damals war das alles... alles jetzt erst hochgekommen oder wir haben das jetzt alles erst erfahren, weil... Hat er denn einen großen Schuldenberg auch hinterlassen? Ja, muss er. Ich habe da auch... Weißt du nicht oder noch nicht? Ja, er muss einen Riesenschuldenberg hinterlassen haben, weil ich habe da natürlich auch irgendwo keine Einsicht. Seine Ex-Frau, die hat da irgendwie noch was, ich weiß es nicht genau. Mhm. Also da blicken wir auch selber irgendwo allmählich durch. Gibt es in all der Trauer auch irgendwie... das Gefühl, dass du auch ein bisschen wütend auf ihn bist, dass er dir das angetan hat? Nee. Nein. Eigentlich nicht, nein. Dass er dich jetzt alleine gelassen hat? Ja, aber was heißt alleine? Nein, das eigentlich nicht. Also du nimmst die Not sehr ernst, aus der er gehandelt hat. Ja. Und respektierst letztendlich auch seine Entscheidung, freiwillig aus dem Leben zu gehen. Ja. Also ich bin jetzt nicht sauer auf ihm oder so. Weißt du, ich war gerade... wirklich regelrecht geschockt, Sascha, als du gesagt hast, wie er das gemacht hat. Und ich frage mich, was treibt einen Menschen dazu, sich selbst auf so grausame Weise das Leben zu nehmen? Das habe ich mich auch lange gefragt. Was für ein Todeskampf er gehabt haben muss. Ja. Ich sag mal, es ist, wenn er sich irgendwo einen schweren Autounfall zugefügt hätte oder irgendwo runtergesprungen wäre, wäre es vielleicht schneller gegangen. Und wiederum, was für eine Not muss in diesem Mann gewesen sein, dass er dann in dem Todeskampf nicht doch diese Plastiktüte runtergerissen hat, um wieder zu atmen, um wieder zu leben. Ja. So, und jetzt ist die Freundin auch noch weg. Die ist auch noch weg. Ja. Schaffst du deinen normalen Alltag so hinzukriegen? Was machst du vom Beruf? Ich bin Student. Du bist Student? Ich gehe halt nebenbei noch ein bisschen arbeiten. Schaffst du es überhaupt zu studieren im Moment? Ich weiß es nicht. Ich habe halt... zurzeit Tutorien und bin am Lernen für eine Prüfung, die ich am 24. schreiben muss. Die habe ich schon ein Jahr vor mir hergeschoben. Wie gesagt, ich fahre morgens hin, lerne. Hast du einen guten Freund, einen Menschen, der dir sehr nahe steht? Ja, schon, aber ich... So nahe, dass der Tag und Nacht quasi für dich da ist, wo du quatschen kannst? Das vielleicht nicht, nein. Ja, meine Schwester, die ist schon, also so nah wie meine Schwester, meiner großen Schwester zurzeit stehe, war es lange nicht so, da war es vielleicht auch noch nie so. Also mit welcher Begründung hat deine Freundin dich denn verlassen? Ja, es war einerseits halt die Entfernung, die zwischen uns war. Das war recht schwer, weil sie halt im Schichtdienst arbeitet, fast 2 Wochen am Stück immer arbeiten muss. Ja gut, aber da muss ja noch mehr sein. Ja, war auch mehr. Verlässt war man den Freund ja auch nicht in eine solche Notzeit. Nein, klar. Ne? Ich hatte da halt, wo wir zusammengekommen sind am Anfang, habe ich halt sehr abgeblockt irgendwo. Sie war halt immer schon sehr lieb und sehr offen zu mir und ist auch auf mich eingegangen und alles und hat auch viel getan, hat mich sehr oft angerufen und vielleicht war es am Anfang auch ein bisschen zu viel für mich, dass ich mich da auch gar nicht habe drauf eingelassen. Habe halt manchmal irgendwo, was mir natürlich irgendwo im Nachhinein sehr leid tut, einen doofen Spruch abgelassen. Also wie auch immer, so ganz klar ist das für dich auch nicht, warum das zu Ende gegangen ist. Doch, schon, klar. Doch. Weil ich mich halt so benommen habe, weil ich das halt gemacht habe. Dann gestern hat sie mich halt, oder vorgestern haben wir telefoniert.
da sagte sie ja, dass sie den Kontakt ganz abbrechen möchte, weil es ist auch in ihrer Lage, sie ist finanziell, steht sie auch recht mit dem Rücken an der Wand und ich habe ja auch gesagt, dass es für mich ziemlich hart ist, also das sind zwei Menschen innerhalb von zwei Monaten wegen Geld zu verlieren. Nur wegen. Ich habe dich gerade gefragt, Sascha, ob da jemand ist an deiner Seite. Ich glaube, dass wenn man nicht ein oder mehrere wirklich gute Freunde hat, bei denen man sich so fallen lassen kann, dass man sehr einsam dasteht in einer solchen Lage und Situation. Ja, und dass du hier anrufst und mit mir darüber sprichst, zeigt mir auch, dass du ein großes Bedürfnis hast, zu sprechen und zu reden. Ich würde dir sehr dringend empfehlen, möchte dir, oder wir werden dir auch gleich noch behilflich dabei sein, dass du jetzt für die erste Zeit, für die nächsten Wochen, dir eine professionelle Hilfe suchst. Das fände ich sehr gut und auch richtig für dich. Wir verfahren jetzt folgendermaßen, wir brechen dieses Gespräch hier ab. Ja. Meine Psychologin, die Elke, ruft dich an und wird dich noch mit den entsprechenden Anlaufstellen versorgen, wohin du dich wenden kannst. Schon direkt bald, nächste Woche. Ja? Klar. Dann wünsche ich viel Kraft und alles Gute, Sascha. Danke. Und du legst auf und wir rufen gleich wieder an. Ja, alles klar. Auf Wiederhören. Danke, ciao. Hier ist Daniel. Daniel ist 24, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Daniel. Und was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Mein Thema ist, dass mich meine Freundin mit meinem Bruder betrogen hat. Wieder so eine Geschichte, Mensch. Jawohl. Was ist denn da los? Meine Freundin mit meinem Bruder. Deine Freundin? Ja, wie soll ich dir das erklären? Ganz einfach. Ich bin am 14. Oh, warte mal, ich stehe gerade auf dem Balkon. Ja. Ich bin mein Braut. Ich war am 14. Februar auf den Geburtstag eingeladen. Meine Freundin hatte keine Lust, damit hinzugehen. Hat dann zu mir gesagt, dass sie mit meiner Mutter zusammen in eine Gaststätte gehen möchte und da ein bisschen Party machen möchte. Was allerdings nicht dazu gekommen ist. Das heißt, sie waren in der Gaststätte, sie waren da ungefähr eine Stunde. Anschließend ist sie dann wieder mit meiner Mutter nach Hause gekommen. Dort hat sie sich dann mit meinem Bruder getroffen. Das heißt, mein Bruder ist drogenabhängig. Dann nimmt Kokain, LSD, Marihuana. Ja, und er hatte nichts Besseres zu tun, wie meine Freundin damit abzufüllen, mit LSD. Ach so. Ja, nun gut, abfüllen ist gut. Wie alt ist deine Freundin? 17. 17? Hat sie vorher noch keine Drogenerfahrung gemacht? Sie hatte eine Drogenerfahrung damals, da war sie 13 ungefähr. Ja. Die war schon bei einer psychischen Behandlung, ne? Ja. Heißt das, dass dein Bruder ihr das also wirklich aufgezwängt hat, das Zeug? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Ich weiß nicht, ob sie es freiwillig genommen hat oder ob er ihr das aufgezwängt hat. Warum fragst du sie nicht? Sie gibt mir darauf keine konkrete Antwort. Ich habe sie darauf angesprochen. Ja. Wie ist das überhaupt rausgekommen, dass das alles so passiert ist? Ja, das war. Ich hatte an diesem Tag diese komische Vermutung, dass da was gelaufen ist, weil ich sollte sie morgens um 6 Uhr abholen, nachdem ich vom Geburtstag gekommen bin, sollte ich sie dort abholen bei meiner Mutter. Das habe ich auch getan. Sie lag aber bei meinem anderen Bruder im Bett. Sie lag bei deinem anderen Bruder im Bett? Richtig. Ich habe vier Brüder. Und der nach mir kommt, der ist zwei Jahre jünger wie ich, mit dem hat sie jetzt halt diese Affäre oder Beziehung. Moment mal. Es gibt also diesen Bruder, mit dem, der sie verführt hat, Drogen zu nehmen. Richtig. So. Und dann gibt es aber auch noch einen anderen Bruder, bei dem lag sie an dem besagten Morgen im Bett. Nein, sie lag dort alleine im Bett. Aber allerdings ohne Unterwäsche. Aber der Bruder war weg? Der Bruder lag nebenan im Zimmer. Aha. Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Aber wir reden jetzt über zwei verschiedene Brüder, oder wie? Wir reden jetzt im Moment über zwei verschiedene Brüder. Im Klartext, da ist der Verdacht, dass deine 17-jährige Freundin von zwei Brüdern, dass da irgendwas läuft mit zwei anderen Brüdern. Das war im ersten Moment mein Gedanke. Ja. Ja. Hinterher bin ich darauf gekommen, weil ich genau weiß, wie deine Bruder, der Drogenabhängige, wie er drauf ist. Ich kenne ihn schon ein bisschen länger. Ich kenne seine Geschichte schon ein bisschen länger. Wie er die Frauen, der versucht, die Frauen, ich sag mal, hörig zu machen. Also, ja? er versucht, damit wir nicht zu lange um heißen Brei rumreden. Da ist definitiv eine Sache gelaufen mit einem Bruder von dir.
Richtig. Die andere Sache hat sich aufgelöst, der Verlag. Die hat sich erledigt, das ist uninteressant. Okay, gut. Richtig. Ja, gut. Jetzt liegt ja natürlich die Frage nahe, wieso knöpfst du dir deinen Bruder nicht vor? Das habe ich versucht. Das ist ja mein nächstes Problem. Ich habe versucht, mir beide vorzuknöpfen und mir wurde von beiden gesagt, da ist nichts gelaufen, absolut gar nichts. Ich würde in meine Eifersucht versinken. Mhm. Und da war nichts. Kann das nicht auch stimmen? Das kann nicht stimmen, weil ich heute, am heutigen Tage, dazu muss ich sagen, jetzt am Sonntag, letzte Woche Sonntag, hat meine Freundin mit mir Schluss gemacht. Hat zu mir gesagt, dass sie in unserer Beziehung keinen Sinn mehr sieht. Aha, also du bist gar nicht mehr zusammen mit der Freundin? Nein, ich bin mit der nicht mehr zusammen, nein. Seit Sonntag nicht mehr. Woher weißt du denn jetzt genau, dass da wirklich was passiert ist zwischen den beiden? Weil ich heute bei ihr zu Hause war. Ich habe versucht, um die Frau zu kämpfen. Ich habe heute bei ihr zu Hause gesessen, habe ihr Briefe geschrieben, habe ihr erzählt, wie es um meine Gefühle steht. Mhm. Und ja, wir haben dann zusammen auf dem Bett gelegen. Sie hat mich umarmt, sie hat mich geküsst, sie hat mich gestreichelt. Sie hat mich also, sag ich mal, wir waren kurz davor, miteinander zu schlafen. Ich möchte jetzt wissen, woher du weißt, dass da definitiv was passiert ist zwischen dem Bruder und einer Freundin. Gut, das kommt daher, dass in dem Moment, wo wir dann heute auf dem Bett gelegen hat, hat das Handy geklingelt. Mhm. Ich habe anhand, weil ihr Mikrofon so laut war, konnte ich die Stimme meines Bruders hören. Mhm. Und? Und dann habe ich sie darauf angesprochen, dass das gerade dessen mein Bruder war und sie den Kontakt zu ihm abbrechen wollte nach dem Daniel, starken Tag. Daniel, mach es nicht so lang und auch nicht so ausführlich. Ich will wissen, ich will wissen, woher du so sicher bist, dass die beiden Sex miteinander hatten. Anhand der SMS, die ich heute gelesen habe. Was stand in der SMS drin? Was stand da drin? Dass er sie unheimlich heiß macht, dass er gerne alles, was war, wiederholen möchte. Mhm. Und dass er sie liebt. Sie hat ihm auch geschrieben, dass er sie liebt. Das heißt, du bist an das Handy von deiner Freundin gegangen? Richtig, ich habe dort reingeguckt. Richtig. Obwohl es gar nicht mehr deine Freundin ist? Das Handy war von meiner Freundin. Nein, obwohl es gar nicht mehr deine Freundin ist? Richtig. Ihr seid doch getrennt mittlerweile. Wir sind mittlerweile getrennt. Ja. Ich bin trotzdem an das Handy gegangen, richtig. Ja. Sie hat ja gesagt, dass sie keinen Sinn mehr sieht in der Beziehung. Richtig. Sie möchte eine Auszeit. Sie sieht im Moment keinen Sinn, sie möchte eine Auszeit. So, da sind die Verhältnisse natürlich jetzt ganz anders dadurch. Nämlich, dass sie eigentlich eine freie Frau ist im Moment. Sie möchte kein Verhältnis mit dir haben. Das heißt, sie kann auch jetzt ein Verhältnis mit deinem Bruder oder mit wem auch immer anfangen. Jetzt im Moment, das ist richtig. Aber die SMS, die ich heute gelesen habe, das waren knapp ungefähr 40 Stück. Und die waren datiert, also zu dem Zeitpunkt, da war ich noch mit ihr zusammen. Ja, das ist natürlich sehr schlimm. Das verstehe ich auch, dass du da sehr sauer bist. Aber nun seid ihr nicht mehr zusammen. Jetzt im Moment nicht mehr. Letztendlich wäre es dann ja vielleicht sowieso darauf hinausgelaufen, dass ihr beide nicht mehr zusammen wärt, wenn das so eng ist zwischen den beiden. Ja, das Problem ist, dass nicht nur meine Freundin mich belogen hat. Mein Bruder hat zu dem Zeitpunkt auch noch eine Freundin gehabt, die auch ein Kind von ihm hat. Ja gut, das ist jetzt aber erstmal noch eine andere Baustelle. Ja, es geht jetzt darum, wie du dich verhältst. Das heißt, deine Freundin hat dich hintergangen. Das ist schon eine schlimme Sache, aber die Freundin hat sich von dir getrennt. So. Die hat sich jetzt von mir getrennt, so. Richtig. Aber da ist immer noch das andere, nämlich dein Bruder ist da. Und die Frage, wie gehst du jetzt mit deinem Bruder um? Wie verhältst du dich bei dem gegenüber? Das weiß ich im Moment nicht, weil ich habe im Moment, wenn ich sagen muss, einen tierischen Hals. Ja, gut, das verstehe ich auch. Und den würde ich mir auch vorknöpfen und würde auch mit dem reden. Aber letztendlich stehst du jetzt vor einem Scherbenhaufen. Ne? Die Freundin hat dich verlassen. Richtig. Die Freundin hat mich verlassen. Ja. Das Vertrauen zu meinem Bruder ist hinüber. Ne? Mhm. Dennoch würde ich das Gespräch schon suchen mit deinem Bruder. Weiß er denn überhaupt jetzt schon, was du alles weißt? Er weiß alles. Weil ich hab auch sofort mit seiner Freundin, also mit seiner jetzigen Ex-Freundin gesprochen. Mhm. Ne, wir haben uns zusammen ausgetauscht, weil wir beide darauf nicht sitzen bleiben wollten. Mhm. Es wurde alles gestanden. Er hat ihr das gesagt und sie hat ihr das gesagt. Also wir sind jetzt alle auf demselben Nenner gekommen, dass da definitiv was läuft. Mhm. So, was kannst du jetzt machen? Du kannst erstmal nichts machen, wenn deine Freundin dich nicht haben will im Moment. Wenn sie sagt, ich will eine Auszeit haben, ich möchte keinen Kontakt zu dir haben. Richtig. So, dann richtig. Muss man das erstmal akzeptieren. Richtig, mir geht es um meinen Bruder. Zweitens, dein Bruder.
Da würde ich schon sagen, nochmal eine Aussprache. Oder eine Aussprache. Ja. Ja, und mal sehen, wie diese Aussprache ausfällt. Es kann natürlich sein, dass euer Verhältnis auch erstmal zerrüttet ist oder erstmal sehr distanziert ist. Ich wäre an deiner Stelle auch sehr sauer und würde auch sehr auf Distanz gehen. Mehr kannst du ja gar nicht machen im Moment. Nee, im Moment kann ich gar nichts machen. Mhm. Das ist wirklich alles sehr, sehr mies gelaufen. Sehr mies gelaufen. Wenn man von dem eigenen Bruder enttäuscht wird und von der eigenen Freundin enttäuscht wird. Das ist richtig, das ist richtig. Tut mir sehr leid, was hier passiert ist, Daniel. Tut mir sehr leid. Such das Gespräch mit dem Bruder, aber mehr ist nicht drin im Moment. Okay. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Kann ich noch ein Autogramm von dir? Ja, leg bitte auf und wir rufen dich an wegen der Anschrift. Alles klar. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss. Und jetzt geht's weiter mit dem Bernd. Bernd ist 37. Hallo. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Bernd. Dein Thema. Ja, mein Thema könnte man als Oberbegriff sagen, das würde keiner von mir denken. Mhm. Was würde denn keiner von dir denken? Ja, das ist so, sobald ich also von der Arbeit nach Hause komme, dann fängt mein zweites Leben an und dann bin ich mit Leib und Seele Transvestit. Mhm. Was machst du beruflich? Ich bin Bankkaufmann. Ach so, was ganz Seriöses. Ganz seriös. Seriös? Anzug, Krawatte und was nicht alles dazu gehört. Konventionell? Alles. Ja, absolut. In meinem ersten Leben. du lebst alleine? Ich lebe alleine, ja. So, dann kommst du nach Hause und dann werden die schicken Klamotten ausgezogen. Ja, richtig. Und dann wird der Fummel angezogen. Genau, so ist es. Immer? Eigentlich jeden Tag, ja. Also das ist nicht nur so, wenn du ausgehst in irgendwelche Kneipen. Tust du das als Transvestit? Nee, das mache ich also nicht. Ach so. Ich mache das nur so privat zu Hause. Ach, alles nur in der Wohnung. Ja, richtig. Das heißt, genau. Dein Schönstes ist es, nach Hause zu kommen, wie gesagt, die formalen, die schicken Klamotten auszuziehen, Pumps, Kleid, Bluse, sowas anzuziehen. Genau, schöne Dessous. Schöne Dessous. High Heels, alles, was dazugehört. Das machst du immer sofort, wenn du nach Hause kommst? Ja, sobald ich unter der Dusche weg bin. Ja. Und dann, so in diesem Outfit, kochst du dir was oder putzt du zu Hause oder was auch immer? Ja, ganz das alles kommt auch mit dabei. Und dann habe ich halt sehr, sehr viele Sexkontakte auch so. Real oder über das Internet? Nee, real. Real, ach so. Die kommen, das sind Menschen, die dann zu dir nach Hause kommen. Genau, Pärchen, bisexuelle Männer, ach so. Homo-Männer, so über Kontaktmagazin. Ja. Du ziehst dich als Frau immer an, wenn du nach Hause kommst? Britzest du dich so im oberen Teil, also schminkst du dich? Und ich schmink mich, trage Perücke. Ja, jetzt im Moment übrigens auch? Ja. Schade, dass ich dich nicht sehen kann. Ja, wäre vielleicht ein toller Anblick. Was für eine Haarfarbe hast du jetzt im Moment? Rote Haare. Rote Haare. Feurig rot. Feurig rote Haare. Lange Haare oder Locken? Lange Haare. Ja, so bis... Etwas kürzer als bis zu meinem Po. Aber doch so lange schon. Ja. Aber so Fingernägel und so kannst du ja nicht machen, weil du musst ja am nächsten Tag in der Bank wieder seriös aussehen. Ja, ich klebe mir da manchmal so Long Nails dran. Ja. Und die werden halt lackiert. Wie lange machst du das schon? Ja, so circa 10 Jahre. So lange schon? Ja. Und warum gehst du aufgebrezelt als schicke junge Frau nicht mal aus in die Szene? Ja, da fehlt mir wahrscheinlich noch irgendwo der Mut zu, weil wahrscheinlich würde ich direkt auf Anhieb überall auffallen, weil ich bin so schon 1,94 groß. Wow. Ja, wenn ich dann natürlich dann noch die High Heels dabei, so teilweise mit 14, 15 Zentimeter Absatz, das fällt doch ein bisschen auf. Wärst du der Star in der Transenszene? Also schon von der Größe her wahrscheinlich auf jeden Fall. Also definitiv findet alles nur in deinen vier Wänden statt. Ja, richtig. Mhm. Du sagst, du empfängst Pärchen. Ja. Für Sexkontakte, schwule Männer? Ja, auch. Gibt es auch mehr oder weniger heterosexuelle Männer, die zu dir kommen? Sie geben es irgendwo vor, aber so eine latente Beneigung haben die dann auf jeden Fall. Müssen sie dann auch haben, ja. Weil ansonsten wird da wahrscheinlich nichts laufen. Ja. Seit 10 Jahren so ein doch sehr bizarres Doppelleben. Mhm. Bleibt da noch irgendwie ein Spielraum für die Liebe, für eine Beziehung? Also wenn sich was ergibt auf jeden Fall, dann spiele ich mit Anfang an von offenen Karten. Ach so. Das heißt, in den letzten 10 Jahren hattest du schon mal einen Partner? Ich hatte schon Partner oder auch Partnerin. Das heißt, du bist auch bisexuell? Ich selber bin bisexuell, ja. Und die Partner oder Partnerinnen haben das dann auch so mitgemacht? Eine Zeit lang.
Aber irgendwann hattest du dann teilweise doch Probleme damit. Probleme, weil du andere Sexkontakte hattest oder Probleme, weil du so bist, wie du bist? Sowohl als auch. Weil ich will ganz offen und ehrlich sein, eine gewisse Zeit lang kann ich treu sein, aber irgendwo fehlt mir dann wieder was. Dann will ich auch wieder die Kontakte zu anderen Leuten haben. Das würde deswegen bin ich ja halt von Anfang an so ehrlich. Ja, aber du kannst natürlich nicht ehrlich sein in deinem normalen Leben. Nee. Die würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, der Herr Bankdirektor oder so, ne? Ja, der wird wahrscheinlich zu Karneval freudestrahlend da rumlaufen, aber das wäre es dann auch. Wie hast du das gespürt damals so mit 27, 26, dass du so eine Ader für sowas hast? Das kam eigentlich so, ich war damals in einer Beziehung auch mit einer Dame und einfach so aus so einer Laune heraus mal auch so ein bisschen angeschickert gewesen, habe ich mal gesagt, komm, just for fun, jetzt ziehe ich mal einfach ihre Strümpfe an. Ja, und das war einfach so ein tolles Gefühl so. Und so hat sie das immer weiter dann da reingesteigert. Nun braucht man dann ja auch viele Sachen. Du sagst High Heels, Dessous und schicke Klamotten und eine Perücke und so weiter. Ja. Gehst du ganz normal in Kaufhäuser und kaufst das ein? Oder wie kriegst du die Sachen? Ich gehe ganz normal in Kaufhäusern. Und ganz normal. Signalisierst du den Verkäuferinnen dann auch, dass das für dich ist? Oder sagst du, es ist für meine Frau? Nö, die können ruhig mitkriegen, dass es für mich ist, weil die sehe ich ja irgendwo nicht mehr. Achso, da schämst du dich dann nicht? Nee, da nicht. Wie reagieren die Verkäuferinnen? Sind ja in der meisten Teils wahrscheinlich Frauen. Wie reagieren die darauf? Also überwiegend positiv, weil, wie ich schon zu hören bekommen habe, bin ich nicht der einzige Mann. Das glaube ich auch, ja. Da gibt es so relativ viele. Die beraten dich dann ganz fachkundig. Und die beraten mich absolut fachkundig. Ja, ja. So, nun kann man ja sagen, ist ein verrücktes Leben irgendwie, was du da führst. Irgendwo doch, ja. Bist du glücklich so, wie du lebst? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Total. Du bist im Moment nicht in einer Beziehung, ne? So habe ich es gerade verstanden. Nein, im Moment nicht. Aber die Sehnsucht ist schon auch da? Eine Sehnsucht auf jeden Fall, klar. Ja. Aber natürlich. Geht auch eine Weile ohne. Also wenn sich was ergibt, sage ich nicht nein, ist ganz klar. Und wenn so Gefühle aufkommen, also dass ich jetzt direkt auf der Suche bin, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Und wichtig ist natürlich, dass dann die Person, die Frau oder der Mann, das dann auch so tolerieren, wie du lebst. Ganz genau. Was wäre denn, wenn du dich jetzt wirklich groß verknallst? Ja. Und die Person sagt, okay, du kannst das mit dem Travestiekram, kannst du alles machen. Stehe ich drauf. Wir können sogar mal rausgehen zusammen. Ja. Aber bitte keine anderen Sexkontakte. Würdest du dich darauf einlassen? Ganz, ganz schwer. Also dann müsste ich mich schon richtig doll verknallen. Ich wollte gerade sagen, theoretisch wahrscheinlich auch schwer zu sagen. Ja. Aber wahrscheinlich, wenn die Liebe richtig groß ist, dann macht dann man das wohl doch, unter Umständen automatisch. Ja. Ja. Ja, klar. Ist das so ein Wunsch von dir, auch mal wirklich sich draußen zu zeigen? Oder sagst du, nö, das mache ich in meinen vier Wänden und das langt mir dann auch? Also der Wunsch, der ist schon immer vorhanden. Ja. Aber wie gesagt, es fehlt immer noch so ein bisschen der Mut. Der Mut. Wo lebst du? Lebst du in einer Großstadt? Ja, was heißt Großstadt? Das ist nicht ganz, ist ein etwas größeres Dorf, sag ich mal. Ja, dann ist es natürlich sehr schwierig. Ja. Da musst du nach Köln kommen oder nach Berlin fahren. Ja, klar. Oder vielleicht nach Hamburg gehen und dann ist es dann lang. Ja, mehr Möglichkeiten gibt es aber kaum in Deutschland. Ja. Und dann kannst du mal so richtig die Frau raushängen lassen. Ne? Ja, da hat man schon so einiges gehört. Drag Queen, ne? Ja, das muss also auf jeden Fall ein Erlebnis dann sein. Ja, das glaube ich schon. Also das denke ich auch, wenn man so Spaß an so Sachen hat und so eine. Aber viele Leute bringen das durcheinander. Das ist nicht so ein Bedürfnis bei dir, dass du gerne eine Frau sein möchtest. Nee, Gottes Willen. Du hast Spaß an der Verkleidung und am Aufwand. Ja. Einfach mal in eine andere Rolle schlüpfen. Ich will aber nach wie vor in meinem Leben Mann bleiben. Ja. Ertappst du dich schon mal dabei, dass du in der Bank, wo du nun ganz seriös sein musst, dass du mal irgendeine so eine weibische oder weibliche Attitüde, dann, dass dir die rausrutscht, irgendwie eine Geste oder ein mit der Stimme, dass du plötzlich irgendwie weiblich wirst? Oder? Nee, also das ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Also ganz, ganz klare... Ganz klar getrennt, ganz klar irgendwo. Getrennt, ja. Ja. So, jetzt wünsche ich dir eine tolle Frau oder einen tollen Mann, mit dem du eine Beziehung führen kannst. Und ich wünsche dir vor allen Dingen, weil ich glaube, dass das gut ist und Spaß dann auch macht, dass du mal richtig rausgehen kannst in einer Metropole.
Ja, danke. Ich hoffe mal, wenn sich vielleicht irgendwie was ergibt, auch mit jemandem, der mich dann so ein bisschen an der Hand nimmt, sag ja, genau, ich mal, genau, dass ich dann den Mut dazu aufbringe. Der dich in die Szene einführt, ne? Damit ganz du da nicht genau so alleine bist. Ganz genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz genau. Lieber Bernd, alles Gute. Danke. Zu dir nochmal eine super tolle Sendung, die du hast. Dankeschön. Und nochmals viele Grüße an dein Team, da sind unheimlich liebe und nette Leute. Das ist ja nett von dir. Vielen Dank. Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist ein Mädel. Die heißt Kinga. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Du bist 17, ne? Ja, genau. 17 Jahre. Kinga, was ist denn das für ein Name? Kenne ich nicht. Das ist so brasilianischer Name. Ein brasilianischer Name, wie schön. Das heißt, du bist selbst Brasilianerin und die Familie kommt von dort? Nein, meine Oma kam aus Brasilien. Aus Brasilien? Aus Brasilien. Bisschen aufgeregt jetzt, ne? Ja, genau. Brasilianien klingt aber auch sehr süß. Ja. Also Kinga, weswegen hast du angerufen? Ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf Blind Flirts. Auf was? Blind Flirts. Auf Blind Flirts? Ja, genau. Also Blind Dates, weiß ich, was das ist, aber Blind Flirts, was ist das? Ja, ich sag mal so, ich habe mich nicht mit ihm getroffen, ich habe ihn bloß über Telefon gehabt. Ach so. Ja. Hast du keinen Bock mehr drauf? Nein, weil das war einmal und nie wieder. Das war so grauenhaft. Ach so, das war nur einmal. Ich dachte, du hättest schon eine ganze Menge Erfahrung. Nee. Erklär mal, wie du warst auf irgendeiner so einer Flirtline, so einem Flirttelefon? Nein, ich habe von meiner Freundin, ich bin seit einem Jahr Single. Ja. Und da hat meine Freundin immer versucht, mich zu verkuppeln. Mhm. Und da habe ich jetzt eine Nummer von ihr bekommen und ich bin das erste Mal drauf eingestiegen und ach so, das war mein Verhängnis. Achso, sie hat einfach dir eine Nummer gegeben von irgendeinem Typ. Ja, genau. Und sie dachte, der Typ passt ganz gut zu Kinga. Ja. Und die sollen mal miteinander telefonieren. Genau. So, hat sie dir die Nummer gegeben. Du hast als Erster angerufen. Ja klar, er hatte deine Nummer ja nicht. Genau. Und dann habt ihr angefangen zu tuchteln am Telefon. Ja, so in der Art. Ja, das war ganz, also er hat eine übelst geile Stimme, sag ich mal so, und einen übelst geilen Charakter. Ja, ich habe mich so richtig da rein verliebt. So. Ja. Ich habe mich da geborgen gefühlt, wenn ich mit ihm telefoniert habe. Ja. Und das heißt, am Anfang hat es Spaß gemacht? Ja. Und ihr habt viel telefoniert miteinander? Das stimmt, jeden Tag. Also da war die Telefonrechnung schon recht hoch? 3 Stunden jeden wow. Tag. Wow. Wohnt er weit entfernt? Ja, ich wohne in Bayern und er wohnt in Sachsen-Anhalt. Das ist schon eine ganz schöne Entfernung, ne? Ja. Ja. Wie viele Wochen oder Monate ging das? Ich habe ihn vor einem Monat kennengelernt und dann haben wir auch gleich los telefoniert. Also 4 Wochen gut ging das? Ja, genau so in der Art. Kam denn da irgendwann die Überlegung, Mensch, wie hast du gerade gesagt, einen übelst geilen Charakter? Ja. Ja. Und du hast so eine übelst geile Stimme, da müssen wir uns doch mal treffen. Gab es denn die Idee? Naja, wir wollten dann zuerst Bilder austauschen. Also er hatte ja schon ein Bild von meiner Freundin, von mir. Ja. Und er wollte mir ein Bild dann zuschicken. Hast du das gemacht? Ja, vor einer Woche. Und, wie sieht er aus? Na, übelst geil? Nicht wirklich mein Typ. Also nicht total wirklich katastrophal. Wie alt ist er denn? 18. Also er wird bald 19, ja. Er sieht nicht so aus, wie er klingt. Nein. Die Stimme ist besser als der Körper. Ja. So, jetzt kam das Bild zu dir. Ja. Hast du ihm dann die Wahrheit gesagt am Telefon? Das ist ja gerade das Problematische. Ich hatte an diesem Tag totalen Stress auf Arbeit und alles. Ja. Vom Chef angeflaumt, das geht nicht mehr und weiß ich nicht noch. Was arbeitest du denn? Als Fachverkäuferin für Konditorei und Bäckerei. Ah ja. Ist ein Kuchen runtergefallen, ein ganzer. Was, ein Kuchen runtergefallen? Ja, ein ganzer Kuchen und habe ich Stress vom Chef bekommen. Oh ja, das ist natürlich übel. Ja, und dann habe ich einen Brief bekommen und stand sein Name drauf und da dachte ich, na, jetzt erlebst du was Freudiges. Aber wegen Bild. Fehlgedacht. Dann gucke ich da so rein und dann Herzinfarkt. Nun war schon der Kuchen runtergefallen und dann auch noch ein schlechtes Foto. Ja, beziehungsweise das war nicht das Einzige. Ja. So, nun müssen wir mal die ganze Sache aufklären. Du hast gesagt, ich bin müde mit der Flirterei am Telefon. Heißt das, dass du jetzt das beendet hast oder wie? Na, ich sag mal so, er fragt mich zwar die ganze Zeit, wie findest du mein Bild und wie findest du mein Foto und wie findest du mich und so. Aha, das ist der Stand der Dinge. Aber ich habe totale Angst, ihm die Wahrheit zu sagen. Mm. Weil er hat
weiß ich nicht, er ist 1,65 klein. Ja. Und bis zum geht nicht mehr. Übelste Pickel im Gesicht. Oh, 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 oh. Und eine ganz fette Hornbrille. Ehrlich, das ist ja fast wie im Comic. Im Horrorfilm. Ja, wie im Comic. Ja. Kann und es sein? Segelohren. Kann es sein, dass er dich vielleicht verarschen wollte mit dem Bild? Oder nein, glaube ich nicht. Nee, das Bild ist echt. Ja, meine Freundin hat ja selber bestätigt, hat ja noch was dazu geschrieben. Aber hör mal, was ist denn das für eine Freundin, die dich mit ihm dann verkuppeln will? Die muss da ungefähr einstehen. Ja, die hat irgendwie einen anderen Geschmack, keine Ahnung. Aber die muss, ist das eine gute Freundin von dir? Naja, ich kenne sie seit 10 Jahren. Na, aber dann muss die doch ungefähr einschätzen können, auf was du so stehst, auf was für Typen. Eigentlich schon, aber... Oder war das auch so ein, vielleicht, irgendwie so ein Gag von ihr? Nee, sie kannte ihn auch 10 Jahre und er hatte eine 3-jährige Beziehung hinter sich. Mhm. Und da wurde er nur ausgenutzt und so. Und da wollte er jetzt eben eine Freundin, die richtig nett ist und so. Ach so. Ja, hat sie vielleicht nicht so. Vielleicht wollte sie beiden Gutes und hat nicht richtig nachgedacht. Kann ja auch sein. Genau, genau. Und jetzt habe ich eben Angst, ihm zu sagen, dass er nicht mein Typ ist, weil er will keine Verarsche mehr. Und jetzt habe ich eben Panik. Ja, so. Kinga, das musst du ihm aber sagen. Ja, ich weiß aber nicht, wie. Ich habe Angst davor. Ja, aber du musst es ihm sagen, weil wenn du es ihm nicht sagst, dann verarscht ihn wirklich. Das ist hart, wenn man das sagt. Aber lieber hart und ehrlich, als wenn man jemanden verarscht und um den heißen Brei rumredet. Mhm. Trotzdem habe ich Panik. Ja, ist mir klar. Wie oft telefoniert ihr denn zurzeit noch? Also selten. Ich sage immer, ich habe total Stress auf Arbeit. Ich kann nicht. Und ich arbeite bis abends um 8 oder so, sage ich immer. Und dann bin ich total müde und fall tot ins Bett. Aber der wird jetzt schon so ein bisschen checken, was da los ist. Nein, er guckt kein WDR. Nee, das meine ich nicht. Nee, dass du so zurückhaltend bist. Wenn du jetzt Feuer und Flamme wärst, dann könntest du so müde sein, wie du nur bist. Dann hättest du immer noch Bock zu telefonieren. Ja. Ne, so ist es doch. Das stimmt. Ich meine, du kannst es ja auch charmant sagen. Du musst ja nicht sagen, du bist mir zu klein, du bist mir zu dick, du bist mir zu pickelig. Du kannst ja einfach sagen, du bist nicht so ganz mein Typ. Man kann es ja auch ein bisschen freundlicher sagen. Letztendlich ist es dasselbe, aber man kann es ja auch ein bisschen netter sagen. Aber das musst du machen, das musst du wirklich machen. Wenn du den charakterlich gut findest, hast du ja gesagt, ne? Mhm. Der hat einen guten Charakter. Ja. Da musst du den auch fair behandeln. Und fair tut manchmal weh, aber fair ist immer richtig. Ja. Da musst du es ihm sagen. Muss ich das wirklich? Ja, das musst du wirklich. Das musst du wirklich. Weil je länger du das jetzt hinauszögerst, ist es eigentlich nicht gut. Und du drückst dich ja. Ne? Ja. Du läufst ja vor der Situation weg, mit ihm zu sprechen. Genau. Und wenn du mit ihm sprichst, dann ist es auch nicht so wie vor ein paar Wochen noch. Ja, das stimmt. Du musst es sagen, Kinga. Musst du dir ein Herz nehmen, ein Herz fassen jetzt die nächsten Tage und mal ans Telefon und es ihm sagen. Mhm. Ist ja noch immer noch ein bisschen einfacher am Telefon, als wenn er dir gegenüber säße. Das stimmt. Ne? Ist ja noch das Positive daran. Das stimmt. Zumindest weiß ich, dass ich nach den einen Monat wieder ein Jahr die Schnauze voll habe. Nächstes Jahr versuche ich es wieder. Nein, du musst jetzt dieses Theater mit dem Telefonieren gar nicht anfangen. Du musst ja einen Typ suchen, den du gleich kennenlernst. Irgendwo in der Disco, in der Kneipe. Ja. Ne, im Café und so. Ja. Dann kann das schon mal nicht passieren. Aber da können viele andere Sachen passieren, die auch irgendwie... Vielleicht sieht manche einer toll aus und hat aber einen blöden Charakter, ne? Wie oft passiert einem das im Leben? Ne? Dass man nach einer gewissen Zeit erkennt, ist es auch nicht. So, du musst anrufen. Alles klar? Mach ich. Liebe Kinga, alles Gute. Und ich bedanke mich. Jo, tschüss. Schönen Tag noch, ciao. Ja, danke, tschüss. Die Anne ist hier. Die Anne ist 49. Ja, guten Abend. Ja, guten Abend, Anne. Es geht um das Thema vom Mittwoch. Hals, Nasen, Ohren. Ja. Ich habe ein sehr schweres Kindheitserlebnis, was mir heute noch den Hals zuwirkt. Wie alt warst du da? Ich war damals ca. 8. Ja. In dem Zeitraum von 7 bis 9. Ja. Und ich war in einem Kinderheim und die Erzieherin, die damalige Erzieherin, die verlangte von uns, wenn wir erbrochen haben, mussten wir Erbrochenes wieder essen. Ah. Und hat sich also ganz schlimm ausgewirkt in der Schwangerschaft. Ich habe 2 Schwangerschaften hinter mir. Mhm. Und wenn es mir da fürchterlich übel war, ich konnte nicht erbrechen. Mhm. Ich hatte dann riesen Magenprobleme bekommen, weil die Magensäure einfach zu stark war. Mhm.
Und also es war zum Teil sogar so schlimm, dass ich künstlich ernährt werden musste, weil ich einfach nichts, es ging nichts, ich konnte nichts mehr essen. Mhm. Ja. Weil die Erinnerungen so stark sind an das, was damals geschehen ist. Ja, und auch heute noch, wenn es mir mal übel ist, ich habe diesen Kloß im Hals, es geht nichts raus, es geht nichts hoch. Jetzt sag mal. Weil ich alles wieder runterschlucke. Im Alter, du hast gerade gesagt, zwischen 7 und 9 war das so ungefähr. Ja. Kam das denn oft vor, dass du erbrechen musstest in diesem Alter? Das spielte keine Rolle, ob das jetzt bei mir selbst war. Ich selbst habe es bestimmt 4-mal erlebt, ja, wenn man krank wird oder so, oder wenn man Darmgrippe hat. Es war ganz piep, egal aus welchem Grund man erbrochen hat, man musste es essen. Und das ging nicht nur mir so, sondern es ging den anderen auch so. Und selbst das Zuschauen war furchtbar. Ach, ihr musstet dann auch zuschauen, wenn die anderen Mädchen... Ja, wir mussten das zuschauen wie die anderen. Das musste dann im Beisein der anderen immer passieren. Das ist ja so ekelhaft, die Vorstellung. Kann man denn Erbrochenes überhaupt nochmal runterschlucken? Muss man dann nicht nochmal... Muss man nicht nochmal erbrechen? Ja, doch, natürlich. Und ihr musstet immer wieder runterschlucken? Man musste das, man durfte das nicht aufputzen. Ne? Das heißt, wenn ich heute noch drunter leide. Das heißt, wenn du es auf die Erde erbrochen hast, musstest du von der Erde wieder... auf den Teller und dann musste man mit dem Löffel auf den Teller und vom Teller aus wieder musste man das essen und das war so ekelhaft. Ich hatte auch Probleme, wenn meine Kinder erbrochen haben, als Säuglinge. Mhm. Ich hatte dermaßen Probleme, das wegzuwischen oder allein der Geruch, das war, ich bin manchmal schreiend davon gelaufen. Waren das, ich habe es gerade nicht ganz richtig mitbekommen am Anfang, war das eine Betreuerin, die euch dazu gezwungen hat? Eine war das. Ja, die hat noch viel andere Strafen für uns übrig gehabt. Es war da vor circa 2 Monaten mal ein älterer Herr, der auch über Strafmaßnahmen in einem Heim erzählt hat. Und da konnte ich mich voll mit identifizieren. Was war das für eine böse Frau? Was war mit dir los? Ich weiß es nicht. Heute würde ich einfach sagen, die war mit sich selbst nicht zufrieden und die hat ihren ganzen Frust, ihre ganze Aggression an uns ausgelassen. Habt ihr Kinder? Ich meine, das war eine andere Zeit. Du bist 49, wenn man das zurückrechnet. Da herrschen noch andere Sitten. Ja. Ihr habt das nicht mal irgendeinem anderen Lehrer... Wir durften mit den anderen Kindern aus anderen Gruppen nicht mehr zusammenkommen in der Zeit, wo die Josephine hieß, die Erzieherin, unsere Erzieherin war. Wir mussten also unter uns bleiben und es durfte nichts nach außen getragen werden. Es wurde auch nie einem anderen Lehrer etwas gesagt? Wir durften das gar nicht. Wenn das rausgekommen wäre, die Strafe wäre furchtbar gewesen. Mhm. Also ich selbst, mich konnte sie nicht so kontrollieren, weil ich die Einzige war, die in diesem Heim Klavier spielen durfte. Und das Klavier war in einem ganz anderen Gebäude. So hatte sie nicht die Kontrolle über mich. Und deshalb musste ich auch immer bestraft werden. Das heißt, diese Frau ist nie bestraft worden für das, was... Doch, dann schon, ja. Dann schon. Es ist dann doch aufgeflogen. Es ist aufgeflogen, indem, als dass die ganze Gruppe an den schulischen, die Schulnoten alle zurückgegangen sind, also alle Kinder dieser Gruppe. Mhm. Und die Oberin kam dann irgendwann zu mir, als ich Klavier spielte und hat mich gefragt, was denn da los wäre. Ich habe ihr nicht gesagt, was los ist. Mhm. Ich habe nur zu ihr gesagt, sie solle heute Abend mal so gegen 9 in unsere Gruppe kommen und nach mir verlangen. Ich wusste, dass ich wieder in den Keller muss. Und das hat sie dann getan und in derselben Nacht war die Josephine dann weg. Das heißt, hat sie dich in den Keller eingesperrt? Es war auch eine sehr große Strafmaßnahme. Ich zittere heute noch, wenn ich dran denke. Es war ein Holzverschlag. Der war nicht größer wie maximal 3 Quadratmeter und da waren so Kartoffeln und da musste man die ganze Nacht auf den alten Kartoffeln sitzen. Also das war, ich habe heute noch Riesenprobleme. Das glaube ich, du zitterst ja fast in der Stimme, wenn du das erzählst. Ich zittere, wenn ich davon rede. Ja. Das sind aber wirklich sehr schlimme Erinnerungen und die wird man immer mit sich tragen. Ne? Ja, immer. Die kriegt man nicht los, die sind furchtbar. Das fiel dir ein? Ich bin jetzt in der Therapie. Du bist in der Therapie? Ich mache jetzt eine Therapie, und ich hoffe, dass ich es da endlich mal aufarbeiten kann. Liebe Anne, unsere Sendung ist jetzt vorbei. Ich möchte dich aber nicht so ganz abrupt abbrechen. Wenn du möchtest, rufen wir dich gleich nochmal an. Okay? Ja, gerne. Alles Gute, bis gleich. Ja. Tschüss. Danke. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Leuten im Hintergrund, bei Uli Krapp, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Roland Lohr, Michael Jansen, Jan Grefe zu Baringdorf, Corinna Mindermann, Tim Stienauer und Elke Büchter. Wir sind nächste Woche natürlich wieder da, in der Nacht vom Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt immer
das ganze Wochenende über, wie ihr wollt, natürlich auch mailen unter domian@wdr.de. Schönes Wochenende, gutes Wochenende, bis Montag. Ciao. Sie hören Nachrichten vom SWR. Ramallah. Israelische Soldaten haben am Abend den Amtssitz von